Am Ende stand eine Niederlage. Bis zur Erschöpfung hatte die Polizei versucht, diesen teuren Fußballwahnsinn einmal aufzuhalten und den Bundesligaspieltag zu verhindern. 50.000 Leute, die man allein beim Rhein-Derby in Köln im Auge behalten sollte, darunter zahlreiche Wildpinkler. Doch der Blick in die müden Gesichter der Beamten verrät, dass sie wieder gescheitert sind. Zu Tausenden wurden sie nach Köln geschickt, auf Kosten des Steuerzahlers, im Auftrag des Innenministers. Die Bundesliga ist Thema im Reichstag. Sie spalten mit diesem Großkonflikt unsere Gesellschaft. Und sie tun das auf dem Rücken der Polizistinnen und Polizisten. Wie viele wollen sie denn noch hinschicken? Am Bahnhof Köln-Ehrenfeld sind es gleich einige Hundertschaften, die mit Blockademaßnahmen die Fans vom Stadionbesuch abhalten wollen. Total übertrieben. Also die Kollegen, die brauchen da auch mal Pause nach dem Castor-Transport und so weiter und so fort. Aber letztlich läuft es wie immer. Ohnmächtig müssen die Polizisten zusehen und Spalier stehen, wenn Fantransport auf Fantransport durch die Kölner Innenstadt rollt. Züge voll mit strahlenden Gesichtern. Zwar gelingt es durch stundenlanges im Regen stehen neben der Strecke und kilometerlange Zäune das Schottern zu verhindern, doch dafür werden die Ordnungshüter noch verhöhnt. Wollen Sie jammern, Dado? Wir haben den Job da ausgesucht. Die Situation eskaliert. An die 50.000 fußballbereite Gewaltmarschierer nähern sich Köln-Müngersdorf, dem Erstliga-Zwischenlager des 1. FC Köln. Egal, wie viel Polizei nebenher läuft, die Massen rücken dem Haupteingang immer näher. Als eine halbe Stunde vor Spielbeginn plötzlich diese rote Fußgängerampel auf grün springt, fällt die letzte Abwehrbastion. Überlastete und übermüdete Beamte resignieren und die Abstiegskämpfer bahnen sich ihren Weg Richtung Rhein-Derby. Quer über die Bahngleise, teilweise zur Unkenntlichkeit vermummt. Die Polizeibeamten müssen die Faust in der Tasche machen, obwohl man mit der Strategie der Gewaltlosigkeit hier nicht weiterkommt. Schließlich gibt es ein Grundrecht, sich Heimniederlagen anzusehen. Also darf niemand einfach niedergeschossen werden. Tausende Kölner Sitzplatzbesetzer strömen ungehindert in die mit Atomstrom betriebene Rheinenergie-Arena, um sich dem dort gebotenen fußballerischen Sondermüll auszusetzen. Nachher heißt es in Köln, die Polizei hätte recht gehabt und man hätte den Spieltag besser abgesagt. Wer zuletzt strahlt, strahlt halt am längsten.